Der Eurovision Song Contest. Ein Riesenevent in ganz Europa. Jedes Jahr im Mai versammeln sich Millionen Menschen vor dem Fernseher und in Stadien, um diesen legendären Musikwettbewerb zu verfolgen, die ESC-Kultur zu zelebrieren und für sein eigenes Land mitzufiebern. Nur ein unscheinbarer Staat in Mitteleuropa hat Jahr für Jahr überhaupt nichts zu feiern und guckt stattdessen bedröppelt in die Röhre. Ja, so ungefähr. Wenn man sich die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre mal anguckt, dann stellt man relativ schnell fest, ach du heiliger Bimbam, offenbar sind wir für diesen Wettbewerb einfach nicht geeignet. Nur einmal in den vergangenen 10 Jahren, nämlich 2018, hat Deutschland es mit einem Song in die Top 10 geschafft. Das war das Lied von Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Ansonsten vorletzter Platz, letzter Platz, vorletzter Platz, letzter Platz. Ich könnte ewig so weitermachen. Auch am vergangenen Samstag ist Deutschland beim ESC mal wieder krachend gescheitert. Der deutsche Teilnehmer Malik Harris schaffte es ebenfalls nur auf den letzten Platz. Und so langsam sollte man mal die Frage aufwerfen, warum ist das eigentlich so? Warum zum Henker sind wir offensichtlich zu schlecht für den ESC? Warum landet Deutschland immer auf dem letzten Platz? Und welche Möglichkeiten gäbe es, das vielleicht mal zu ändern? Versuchen wir uns mal an einer kleinen Analyse. Bei RND erklärt werfen wir regelmäßig einen Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage und Phänomene unseres Alltags und wir erklären die Hintergründe. Wenn ihr auch etwas lernen wollt, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Wenn es um die Frage geht, warum Deutschland eigentlich immer so schlecht abschneidet beim Eurovision Song Contest, dann gibt es verschiedene Theorien, die auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder diskutiert wurden. Und eine kommt meistens relativ schnell und relativ reflexartig. These Nummer 1. Niemand mag uns. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es beim Eurovision Song Contest nicht nur um Musik und eine gute Show geht, sondern unter den verschiedenen Ländern auch so ein kleines bisschen rumgekumpelt wird. Das hat auch eine Analyse des NDR vor einigen Jahren ergeben. Der hat nämlich mal die Punktevergabe seit 1975 analysiert und festgestellt, insbesondere die beiden Länder Türkei und Aserbaidschan haben sich über Jahre hinweg bei jeder Gelegenheit die Höchstpunktzahl zugeschoben. Ganz egal, welche Musikrichtung da gerade präsentiert wurde. Und ein Ende nahm das alles erst 2013, als die Türkei den ESC aus Protest verließ. Auch bei Rumänien und seinem Nachbarland Moldau ist Ähnliches zu beobachten. Und auch bei Bosnien-Herzegowina und Serbien sowie bei Zypern und Griechenland. Diese Länder tauschen im Schnitt die meisten Punkte untereinander. Soll heißen, Freundschaften sind beim Eurovision Song Contest nicht ganz unwichtig und schnell wird die Befürchtung laut, dass wir einfach keine Freunde haben. Aber naja, so einfach ist es halt auch nicht. Dagegen spricht ja, dass wir immerhin im Jahr 2018 den 4. Platz belegt haben und nicht zuletzt auch vor 12 Jahren mit Lena den Sieg nach Hause geholt haben. Also irgendwie muss das ja doch alles mit Musik zu tun haben. Oder? These 2. Wir können alles außer Hits. Ja, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist die deutsche Musikszene nicht gerade dafür bekannt, dass sie auch im Ausland große Erfolge feiert. Keine besonders guten Voraussetzungen für den ESC. Es gibt natürlich ein paar Gegenbeispiele, zum Beispiel Robin Schulz oder Milky Chance oder Zedd. Das sind alles deutsche Künstler, die auch im Ausland Erfolge feiern. Unsere erfolgreichste Künstlerin ist allerdings weiterhin Helene Fischer, also deutscher Schlager. Der funktioniert im Ausland vielleicht gerade noch auf Mallorca oder in Österreich auf der Skihütte. Das war's dann aber auch. Die Charts sind derweil voll von Deutschrap oder deutschen Schmusesongs oder mit dem hier, einem Cover von You're My Heart, You're My Soul von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice. Ja, das ist tatsächlich gerade Platz 2 der deutschen Charts. Bei so viel Qualitätsmusik kann es ja auch nichts werden mit dem internationalen ESC. Ja, aber trotzdem ist auch diese Theorie nicht ganz haltbar. Denn so deutsch waren unsere Songs in den vergangenen Jahren gar nicht. Deutschland hat sich immer wieder Hilfe aus dem Ausland geholt. Hier zum Beispiel im Jahr 2019. Der Song Sister wurde mitunter von Laurel Barker geschrieben. Das ist eine bekannte kanadische Sängerin und Songwriterin, die auch noch dazu in Malmö in Schweden lebt. Also der Hitschmiede schlechthin. Der Song Perfect Life aus dem Jahr 2017 stammt mitunter von Lindy
Robbins, eine bekannte Songwriterin aus Los Angeles. Und der Song Black Smoke aus dem Jahr 2015 stammt unter anderem von Michael Harwood, ein bekannter britischer Songwriter. Gebracht hat das am Ende aber alles trotzdem nichts, denn alle genannten Songs landeten bekanntlich auf den letzten Plätzen beim Eurovision Song Contest. Was uns wiederum zu unserer dritten These bringt. These Nummer 3. Wir schicken die falschen Kandidaten zum ESC. Wenn wir uns die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre mal etwas genauer angucken, dann sehen wir ein paar Auffälligkeiten. Unser letzter Top-10-Erfolg, abgesehen von Michael Schulte, war nämlich im Jahr 2012, also vor 10 Jahren. Und damals war das Auswahlverfahren des deutschen Vorentscheids ganz zufälligerweise ein völlig anderes als heute. Konkret eine Castingshow und eine Zusammenarbeit zwischen dem NDR, Stefan Raab, und dessen damaligem Haussender Pro7. All das fing bekanntlich schon im Jahr 2010 an, als Lena zur deutschen Teilnehmerin gekürt wurde. Damals wurden insgesamt 8 Castingshows veranstaltet, die bei Pro7 und in der ARD ausgestrahlt wurden und in denen Zuschauerinnen und Zuschauer den deutschen ESC-Act und dann auch noch den dazugehörigen Song wählen konnten. Also volle Entscheidungsfreiheit beim Publikum von der ersten Minute an. Das Ergebnis? Lena Meyer-Landrut und ein fulminanter Sieg in Oslo. Weil das Konzept so erfolgreich war, hat man es dann 2 Jahre später einfach nochmal wiederholt. Wieder traten verschiedene Künstlerinnen und Künstler in Castingshows gegeneinander an, wieder wählte das Publikum sowohl den Act als auch den Song. Am Ende stand Roman Lob für Deutschland auf der Bühne und erreichte immerhin Platz 8. Ein Erfolg, den Deutschland danach, mit Ausnahme von Michael Schulte, nie wieder erreichen konnte. Stellt sich also die Frage, wenn dieses Konzept der Castingshow doch so erfolgreich ist, warum wurde es seit Roman Lob nie wieder umgesetzt? Tatsächlich kehrte der NDR nämlich kurz nach dem Ausstieg von Stefan Raab wieder zu einem altbekannten, aber nicht sonderlich erfolgreichen Konzept zurück. Also eine Vorentscheidshow an einem Abend, wo dann verschiedene Künstler und ihre Songs vorgestellt wurden und das Publikum hatte dann die Qual der Wahl. Erstmals passierte das mit dem Song Glorious von Cascada 2013, der nur Platz 21 beim ESC erreichte. In den folgenden Jahren wurde das Konzept immer mal wieder angepasst, genauso wie die Kriterien für die Vorauswahl der Kandidaten. Eines blieb aber immer gleich. Diese Vorauswahl trafen in den meisten Fällen die Verantwortlichen des Vorentscheids. Mal wurden sie von einer Fachjury ausgewählt, in diesem Jahr zum Beispiel von den ARD-Radiowellen. Aber so viel Entscheidungshoheit wie damals bei Lena oder Roman Lob, wo alles ganz transparent mit Castingboxen begann, hatte das Publikum seitdem nie wieder. Manchmal nahm der NDR das Publikum sogar komplett aus der Entscheidung raus. 2015 etwa stellten die Verantwortlichen den Sänger Sevia Naidu ganz ohne Vorentscheid als Deutschlands Vertreter vor. Die Entscheidung wurde dann nach viel Kritik zurückgenommen. Und auch der Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr, Jendrik, wurde auf diese Art und Weise ausgewählt. Er erreichte schließlich den vorletzten Platz beim ESC. Warum der NDR seit dem Erfolg von 2012 nie wieder eine solche Castingshow veranstaltet hat, ist relativ schwer herauszufinden, denn auf Anfrage will der Sender dazu nichts sagen. In der Vergangenheit allerdings haben sich die Verantwortlichen immer mal wieder am Rande zu diesem Thema geäußert, zum Beispiel hier im Jahr 2017, da sagte der damalige ARD-Unterhaltungschef Thomas Schreiber, mit einer Castingshow wie etwa The Voice of Germany wolle man nicht zusammenarbeiten. Das ist keine Perspektive, so Schreiber damals. Außer dem ersten Album von Ivy Quaino ist bei keinem The Voice of Germany Gewinner ein echter Hit entstanden. Gut, bei den deutschen ESC-Teilnehmern aber auch nicht. Also, warum versucht man es nicht einfach nochmal mit einer Castingshow? Wenn seit 10 Jahren Expertinnen und Experten von irgendwelchen Radiosendern und Fachjurys es nicht schaffen, den perfekten Song und den perfekten Act auszuwählen, warum gibt man nicht die Entscheidung einfach wieder zurück in die Hände des Publikums? Und vielleicht kooperiert man ja sogar mal wieder mit einem Sender, der ein bisschen was von Show versteht. Hat ja vor 10 Jahren mit Pro7 auch funktioniert. Der NDR hat zumindest inzwischen in Aussicht gestellt, dass sich im kommenden Jahr beim deutschen Vorentscheid etwas ändern soll. Man nehme das schlechte Ergebnis sehr ernst, so der Sender auf RND-Anfrage. Das Auswahlverfahren für den ESC 2023 werde anders aussehen als das für den diesjährigen ESC. Wie genau wolle der NDR bekannt geben, wenn das Konzept steht? Im Moment sei es hierfür noch zu früh. Was auch immer es am Ende wird, es bleibt zu hoffen, dass der deutsche Vorentscheid sich ganz grundlegend ändern wird. Denn eines ist beim Blick auf die vergangenen 10 Jahre ja wohl ganz deutlich: So weitergehen wie bisher kann es auf jeden Fall nicht.
Und das war unser kleines Resümee zum Eurovision Song Contest 2022 und der Misere der vergangenen 10 Jahre. Was glaubt ihr denn eigentlich? Warum steht Deutschland immer wieder auf dem letzten oder vorletzten Platz? Schreibt es auch mal unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal mit Glocke, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.